Die Idioten hier. Ich war nicht dran. Wir kühlen jetzt ab. Nee, Bruder. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder unterwegs mit Fabi. Grüße. Heute wollen wir wieder den großen Hechten nachgehen. Gezielt nur im Freiwasser werfen, das kann echt eine zähe Angelei sein. Aber wir sind optimistisch. Ich habe schon mal anmoderiert, aber leider war da das Mikrofon nicht an. Wir hatten jetzt schon den ersten Nachläufer bei Fabis ersten Wurf. Und ja, ich glaube, heute wird es noch knallen. Wir haben nicht so viel Zeit, aber Wetter war schön, rausgefahren. Vielleicht fangen wir ja noch einen schönen Hecht. Bis dahin, viel Spaß beim Video. Eben ersten Wurf gemacht. Ich dachte mir heute, go big or go home. Ich habe mir den dicken 26er von Hostage Valley los rangemacht. Und wie gesagt, ersten Wurf und ich gucke ins Wasser, als ich den Köder wieder rausholen wollte. Und ich sehe da irgendwie so einen hellen Schwall. Ich wollte aber zu Tom nichts sagen, weil ich dachte, ich bin sonst wieder behindert im Kopf. Und da hat Tom halt, hat er mich gefragt, was das ist, ob ich das auch gesehen habe. Hatten wir erstmal fetten Nachläufer gehabt und dann haben wir aufs Echolot geguckt. Und da hast du gesehen, wie der schön abgetaucht ist. Und dann stand er genau unterm Boot und dann hat Tom auch nochmal seinen Köder runtergelassen. Aber die Sau wollte nicht beißen. Oh Lord, hattest du einen Nachläufer? Ja, sah so aus, ne? Hast du es auch gesehen? Ja, ich auch. So ein heller ja. Digga, das war nach da. Ja. Ich guck grad so deinen Köder. Ja. Der war übelst, aber der war nicht klein. Der war mit 80, 90. Ja, ja. Hatte der Locke. Guck mal, Jotos. Ja, Mann. Zu. Boah, Digga! Biss gehabt? Aber sowas von. Ach! Boah, Digga, was war das für ein Biss? Wieder voll im Absinken. Oder bist du gegen meine Route gekommen? Nee, eigentlich nicht. Alter, ich habe eigentlich voll angehauen. Ja, ich wollte euch jetzt nochmal zeigen, wie wir fischen. Beziehungsweise wie ich fische. Fabi fischt ein kleines bisschen anders. Ich leier den immer ein Stück ein, dann lasse ich ihn komplett absinken, aber guck immer, dass die Schnur auf jeden Fall straff bleibt. Weil auch am letzten Trip hatte ich so die ganzen Bisse bekommen und bin irgendwie der Meinung, dass die Zander da auch mehr drauf stehen. Weil hier stehen auch echt gute Zander im Freiwasser. Und wenn der Köder dann absinkt, haben sie halt echt viel Zeit, den zu attackieren und auch die Hechte. Ja, und letztens hatte ich auch direkt beim Auswerfen. Und dann beim Absinken habe ich die Schnur straff gehalten und da kam gleich der Biss vom Hecht. Also die schießen da dann auch komplett rauf. Naja, mal schauen. Einen Biss hatte ich ja schon heute. Vielleicht können wir ja noch einen verhaften. Digga, ich muss den Kescher. Hast du Bremse ordentlich auf? Ja! Ja! Bitch! Shit, geil, Mann! Fuck! Oh, fuck! Ist das... Oh! Jungs, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was ist denn das für ein Vieh? Alter, der Biss brutal. Hostage Valley Lures, 26 cm. Es ist der Wahnsinn. Was ist hier los momentan? Ich komme nicht mehr klar. Wir messen den jetzt fix und er kommt da auch gleich zurück. 1,19 Meter. Ja. 18,5. 1,18 Meter ist er. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Boah, wieder eine Granate. Ab, ab. Ich hab ihn gesehen. Try to catch me howling at the moon. Vorhin hab ich's gehört. Ja. Was soll ich da machen? Nicht hängen bleiben, ne? Ja. Oh, nee.
Die Idioten wieder. Ich war nicht dran. Der Köder ist ab. Der Köder ist ab. Was? Was? Scheiße. Oh. Digga. Was? Digga, bitte was? Der muss riesig gewesen sein, der muss den ja voll weggehauen haben, den Köder. Umsonst wäre der ja nicht, weißt du, der muss ja vor. Was hast du für ein Fluro drauf? 90. Oh nein. Ich habe richtig jetzt die Schnauze voll. Zwei Fehlbisse kassiert und der hat mir jetzt das Fluro gekappt. So lang ist es noch, es war auf jeden Fall einen Meter lang vor. Und ja. Könnt ihr euch ja vorstellen, bis hier war es eigentlich, wie der den inhaliert hat, den Köder, hab einen Anhieb gesetzt und man sieht richtig, wer ihn so durchgeschnitten hat. Das war auf jeden Fall ein Endfisch. Wir fahren jetzt auf jeden Fall nach Hause. Ich habe keine Lust mehr. Ich bin echt bedient heute, aber war trotzdem ein richtig, richtig krasser Tag. Ja, ich habe nicht so gute Laune, Fabi schon. PB geknackt. Genau. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute.